Ich habe jetzt zu welchem Spiel war das? Eine der besten Steam-Reviews, die ich jemals gelesen habe. Ich habe wirklich gelacht. Das ist super. Genau. Wie heißt es? Dieses Space-Ninja-Spiel. Ninjas in Space. Third-Person-Shooter in Space. Mit Ninjas. Warframe. Warframe. Free-to-play. Ein User-Review auf Steam. Negative Bewertung mit 1600 Stunden Spielzeit. Das alleine ist schon geil. Spielt das Spiel 1600 Stunden? Findet es aber scheiße. Und in der Begründung schreibt er dann: Ja, die ersten paar hundert Stunden hat es schon echt Spaß gemacht, aber dann wird es ein bisschen monoton. Also negativ. Das ist super. Kann man sich nicht ausdenken, sowas. Okay, Polizeirevier. Fand ich wirklich super lustig. Schon alleine auf den ersten Blick 1600 Stunden, Daumen nach unten. Warum spielt man Spiel 1600 Stunden, wenn man Scheiße findet? Und dann eben die ersten paar hundert Stunden, macht schon Spaß. Ach ja, es ist super. Fand ich wirklich sehr lustig. So, jetzt sein Auto steht vor der Tür, das heißt, er dürfte drin sein. Dieses Spiel ist das nächste Fire Emblem, oder wieso? Wie meinst du das mit das nächste Fire Emblem? Es ist halt das aktuelle Stream-Spiel, wenn du das meinst. Kennt doch jeder, man spielt doch nur, wenn man es scheiße findet, 555 Stunden. Ja, vielleicht hat er sich halt 1500 Stunden lang gedacht, na, vielleicht wird's ja noch gut, wenn ich noch ein bisschen weiterspiele. Und dann nach 1600 Stunden hat er gesagt, nee, okay, ist einfach wirklich What's nicht the gut. buzz? Okay, cool. Reden. Was? Sie haben alle Killerbienen schon alle gemacht? Respekt, Mr. York. Wissen Sie, wenn Sie nicht gerade so eingespannt wären, hätte ich es ja selber gemacht. Er hat wahrscheinlich gesagt, wenn er nicht so eingespannt wäre, oder? Ach so, 555 hast du vorher schon geschrieben. Ja, genau. Das habe ich jetzt anders interpretiert. Sie bescheren dem Bösen schlaflose Nächte. Sie sind die Agenten des FBI. Es ist wirklich ein Glück, dass Sie hier aufgetaucht sind. Killerbienen gekillt. So, gib mir gleich den nächsten Auftrag hoffentlich. Melvin, Sie haben mir eine Belohnung noch nicht ausgezahlt. Belohnung? Ja, die Belohnung, Sie wissen schon. Goldene Nase und so. Ah, natürlich, Mr. York. Die Belohnung meinen Sie. Ach so, die Belohnung meinen Sie. Also, nicht, dass Sie denken, ich hätte das vergessen. Das habe ich nämlich keinesfalls. Also? Also, das ist, da gibt es noch so eine klitzekleine Klausel. Die Belohnung wird ausgezahlt, wenn keine Gefahr mehr für die Stadtbewohner besteht. Nun sind aber leider immer noch gefährliche Tiere in der Stadt unterwegs. Und zwar echte Bestien, viel grauenhafter als die Killerbienen. Und das heißt, wie soll ich sagen, dass immer noch Gefahr für die Stadtbewohner besteht. Wir sind die Wolfskinder, geboren mit dem Instinkt zu töten. Niemand wird uns je an die Leine legen, denn wir sind die wilden Hunde. Ach, so ist das also. Als nächstes soll ich wohl auch noch auf Hundejagd gehen, hä? Einfach gesagt, ja. Aber denken Sie doch nur an die Belohnung. Jetzt also wütende Hunde. Ja, genau, Zack. Daran dachte ich auch gerade. Kujo. Kujo oder Kucho?
Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es immer nicht, wie man den ausspricht. Ich habe den Film, verdammt. Mensch, ich habe den erst vor kurzem gesehen. Und ich hab's mir wieder nicht gemerkt. Cuyo, keine Ahnung. Louis Teague, 1983. Erinnerst du dich noch? So spannend, so unheimlich. Ich war völlig fertig. Das war wohl die beste Stephen King-Verfilmung aller Zeiten. Naja, York. Naja. Wenn ich so drüber nachdenke, begann 1983 eine wahre Epidemie von Stephen King-Verfilmungen. Aldous! Ah, von Crusader, danke fürs Verschenken wieder mal. Genau, zum ersten Mal beim 24-Stunden-Stream. Das stimmt. Dafür aber fast den ganzen 24-Stunden-Stream lang gespielt. 23. Eigentlich war es ja sogar ein 25-Stunden-Stream. Eigentlich war es ein 12 plus 13-Stunden-Stream. Und davon wurden 24 ungefähr Deadly Premonition 2 gespielt. Nach Cuyo kam Dead Zone, dann Christine. Komm, Zack, wir haben noch eine Rechnung mit Cuyos Freunden zu begleichen. Ich habe den Film, wie gesagt, vor kurzem erst gesehen und zumindest der Hund ist tatsächlich in dem Film dafür, dass der so alt ist, echt gut dargestellt. Weil die haben echt, weil normalerweise, wenn in Filmen ein Hund attackiert oder ein Hund irgendwie als böse dargestellt wird oder so, erkennt man sofort, wenn man auch nur schon mal einen echten Hund gesehen hat, schon mal mit einem echten Hund interagiert hat, dass der spielt, dass der sich freut und dass das für den quasi Spaß ist. Und bei Cuyo sind die Szenen wirklich meistens so gewählt, dass der Hund nicht freudig wirkt. Er wirkt auch nicht aggressiv oder so, aber eher so neutral. Und das ist schon mal gut für so einen Filmhund. Weil wie gesagt, meistens wirken die eher sehr fröhlich und das macht dann die Szenen ein bisschen. Wenn die so schwanzwedelnd dann den anspringen und quasi offensichtlich irgendwie spielt und der Schauspieler macht, dann wirkt das halt ein bisschen doof, haben die Cuyo gut hingekriegt. Und der Hund sieht dann, weil der mutiert ja irgendwie und wird total eklig, der sieht auch wirklich eklig aus, ey. Ich hoffe, die haben dem Hund dann nicht irgendwelche schädlichen Sachen ins Fell geschmiert. Sieht furchtbar aus. Ja. Aber wie gesagt, ich fand das... Die Darstellung des Hundes und wie er aussah und die Szenen mit dem Hund für 83 sehr, sehr gut. Da war noch nicht viel mit Special Effects realistischen. Das ist wirklich sehr viel echter Hund, der sehr viel echte coole Sachen macht. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, Hunde. Wir brauchen Hunde. Ich weiß zufällig, wo wilde Hunde sind. Die sind zwar überall ein bisschen, aber ich weiß einen Platz, wo sie immer zuverlässig sind. Da skaten wir schnell hin. Auf welches Spiel freut ihr euch demnächst so? Bei mir ist es Resident Evil 8. Horizon und Demon's Souls. Also auf Resident Evil 8 bin ich auch sehr gespannt. Ich hoffe, das wird cool. Ich kann es mir gut vorstellen. Aktuell freue ich mich, glaube ich, tatsächlich aber am meisten auf No More Heroes 3. Auch wenn man noch nicht viel drüber weiß. Aber wenn es so wird wie der erste Teil, dann bin ich schon glücklich. Das ist neben Deadly Premonition 2 mein großes Spiel 2020. Ich meine, Cyberpunk wird bestimmt auch cool. Da bin ich auch gespannt drauf. Und The Last of Us 2 ist super. Und ist alles wunderbar. Aber Deadly Premonition 2 und wenn es nicht total vermasselt wird, mit Sicherheit auch No More Heroes 3 haben schon ganz besondere Plätze in meinem Herzen. Ganz besonders köstliche Plätzchen. Da glänzt was im Wasser. Kann ich überhaupt so weit ins Wasser gehen? Ja. Krokodil, kommst du mal her? Nicht, dass ich dich jetzt unbedingt gerade, aber Krokodile sind seltene Gegner. Ah!
Habe ich schon genug Hunde? Nee, nie im Leben. Wie viel brauche ich denn eigentlich? Das ist eine gute Frage. 30 wieder. Wir haben 5 bis jetzt. Na gut, ich weiß noch mindestens ein zuverlässiges Rudel. Ich glaube, die spawnen eigentlich immer, immer an der gleichen Stelle, in der gleichen Anzahl. Aber es gibt halt nur ein paar Plätze, an die ich mich wirklich erinnern kann, wo die immer wieder sind. Oh ja, Breath of the Wild 2. Ich meine, weiß man halt noch überhaupt nicht, wann das jetzt mal kommt und wie genau und was genau. Aber da bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das ein absolut geniales Spiel wird. Im Grunde müssen die nur More of the Same machen. Einfach das Gleiche wie in Breath of the Wild 1. Und dann ist es ein super cooles Spiel. Aber man kennt ja Nintendo, die machen sicher nicht genau das Gleiche, sondern werden das nochmal ausbauen, umbauen, verbessern. Manchmal vielleicht auch coole Elemente weglassen, weil sie halt quasi einfach lieber was Neues machen, wie zweimal hintereinander das Gleiche, auch wenn es gut ist. Was manchmal schade ist. Ich habe das Gefühl, die 2D-Marios sind die einzige Reihe von Nintendo, die wirklich gemolken wird. Und immer wieder das Gleiche im Grunde, mit neuen Power-Ups. Aber ansonsten gibt es ja wirklich keine Idee im Grunde zweimal in Nintendo-Spielen. Das macht die ja auch sehr cool. Aber manchmal gehen eben coole Sachen einfach verloren, von denen ich einfach nur gerne nochmal mehr gehabt hätte. Aber More of the Same gibt's halt bei Nintendo nicht. Das ist Segen und Fluch als Nintendo-Fan. Man sieht es jetzt gerade wieder bei Paper Mario. Das ist ein super cooles und nettes Spiel. Ich spiele das voll gerne. Ich finde das echt gut. Aber das Kampfsystem, ich weiß leider nicht. Das ist nicht so gelungen. Aber es ist halt was vollkommen Neues und durchaus Interessantes. Aber mir wäre halt da einfach nur das gute, alte, rundenbasierende Japano-RPG-Kampfsystem, wie es in Paper Mario 1 war damals. Das war halt perfekt. Das war halt super. Aber nee, das gibt's nicht nochmal. So ist das eben. Jeder Paper Mario Teil kommt mit einem vollkommen neuen Kampfsystem, vollkommen neuen Ideen daher. Die Waffe ist so mächtig. Wo ist denn bitte das Teil von dem Kuyo? Ich möchte übrigens nochmal betonen, dass Mr. Alligator, den wir hier benutzen, nur eine Betäubungspistole ist. Den Hunden wird kein Leid zugefügt. Ich habe es ja schon gesagt, die Südstaatenhunde werfen ihr Fell und ihren Schwanz ab, wenn Gefahr droht. Der wächst aber nach. Ist wirklich so. Das denke ich mir nicht nur aus, weil ich sonst ein Problem damit hätte, was wir hier machen. Also Mr. Alligator ist wirklich eine Betäubungspistole. Das denke ich mir wirklich nicht aus. So, hier, Hündchen. Moment mal, jetzt skaten wir gerade zur Villa. Zur Clarkson-Villa, da wollen wir nicht hin. Wobei, warte mal, hier sind Hunde im Wald, ne? Ja. 360 Impossible Attack! Boah! Oh yeah! Oh! Mit der Wendung habe ich nicht gerechnet. Puh! Dauert zwar ein bisschen länger, aber dafür hat Style. Yeah! Yes!
Ach, der 360 Impossible ist die beste. Moment mal, das ist, wie heißt der? Ich glaube, das stimmt gar nicht. Das ist der einfach nur Impossible. Das ist der 360 Power Slide, genau. So ist das. Okay. Und 50 km/h auf dem Rasen sind total normal mit dem Skateboard. Ja, das ist ein... Ich meine, das ist ein durch Voodoo-Weihrauch verbessertes Skateboard, das von einer absoluten Super-Skate-Ikone extra für mich gebaut wurde im Grunde, oder repariert wurde zumindest. Insofern, wenn quasi Mr. Miyagi des Skatens und Super-Voodoo-Priester ihre Kräfte vereinen... Dann kann man halt mal schnell mit 50 km/h über den Rasen skaten. Aber das ist erst die Hälfte der Höchstgeschwindigkeit, die ich mit dem Skateboard erreichen könnte. Ich muss nur meine Weihrauchfetische an meinem Voodoo-Schrein noch mit ein paar Tierteilen pimpen. Aber die habe ich noch nicht. Das Spiel hat ein sehr einzigartiges Progressionssystem. Ja, der Hoverboard wäre cool. Natürlich gibt es in dem Spiel dann auch viele Zurück in die Zukunft 2 Referenzen. Aber ein Hoverboard kriegt man dann doch nicht. Man lernt als letzte verbotene Technik, dass man sich hinten an Autos hängt und das ist eben inspiriert von Zurück in die Zukunft. Aber leider gibt es kein Hoverboard. Schade, schade. Das hätte ich schon sehr cool gefunden. Als letzte geheime Upgrade-Stufe oder so. Ah, nachladen. Ein weißer wilder Hund. So, wie viel haben wir? Haben wir jetzt endlich mal 30 hier? Das gibt's ja gar nicht. 25 erst. Ah, die 5 finden wir auch noch. Ich fahre einfach ein bisschen durch die Gegend. Dann finden wir die schon. Die sind ja eigentlich überall normalerweise. Ups. Und wenn keine wilden Hunde, dann eigentlich immer diebische Rudel Eichhörnchen. Die Kleinstkriminellen in dieser Stadt. Au. Was die mir schon alles geklaut haben, die Eichhörnchen. Jetzt im New Game Plus halten die nämlich mehr aus und ich kann die nicht mehr einfach nur mit einem Schlag kaputt hauen. Und die sind schnell. Schnelle, diebische, kleine... Ich bin mir immer noch sicher. Ich meine, ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir sicher, dass die Eichhörnchen mein Auto geklaut haben. So, waren das jetzt nicht 5 hier? Ich habe nicht wirklich mitgezählt, aber gefühlt waren es 5. Ja. Na dann auf ins Polizeirevier. Wo ist denn die nächste Schnellreisestation? Ja, gleich hier bei den Birken, Eichen. Ich glaube, Eichen sind's, oder? Birken bestimmt nicht. Die großen Bäume halt. Danke.
Hallo, Abraxe, wie geht's?